Herzlich willkommen zu unserem Update Nummer 7. Wir sprechen über Fortschritte der diversen Projekte. Plastik zu Öl, den Anlagenbau, Ölveredelung und eine Neuheit. Ich erkläre Ihnen wie immer den Status der Finanzierung und wir suchen immer noch Personal. Wir hatten im April ein Investoren-Event, hierzu ein paar Feedbacks. Übrigens, ganz wichtig, einen neuen Service in diesem Format. Wenn Sie Fragen haben, einfach dieses Video stoppen, schreiben Sie den Kommentar, wir antworten in Kürze oder verpacken es im nächsten Update. Bleiben Sie also dran, gleich geht's los. Unser Hauptprojekt, Plastikabfall zu Öl. Die ersten Leistungstests sind nun abgeschlossen. Leider überregulieren wir uns in Deutschland bis zum geht nicht mehr. Aus diesem Grund haben wir diese Tests in Bulgarien durchgeführt. Man unterschätzt Bulgarien immer wieder. Wir hatten internationale Interessenten eingeladen. Es freut mich unglaublich, Ihnen mitteilen zu können. Die erste Anzahlung ist eingegangen. Diese Woche wird die erste Anlage nach Australien verschifft. Ja, es ist unsere erste Anlage. Wir bauen nun gleich 5 weitere. Eine für uns und der Rest für Kunden in den USA, Kanada, England und Dubai. Im zweiten Quartal werden wir nun endlich den Spatenstich in Aalen durchführen. Zusammen mit der GOA, dem lokalen Recyclingpartner. Leider gab es in diesem Zusammenhang eine personelle Änderung, eine Herausforderung des Alltages. Wir werden auch dies schaffen. Ich freue mich, bald weitere Erfolgsmeldungen verkünden zu können. Unsere Ölveredelung in Hoyerswerda. Ich beginne gleich mit einem Hurra! Wir haben die erste BIMSCH, die erste behördliche Bewilligung, dies mit Öffentlichkeitsbeteiligung erhalten. Fast 2 Jahre haben wir nun darum gekämpft. Heute dürfen wir behaupten, dass wir einen tollen, einen direkten, super Kontakt mit der lokalen Behörde haben. Vielen Dank hierfür. Nun dürfen wir diesen Ausbau von 6 Tonnen Tag auf 100 Tonnen Tag Leistung realisieren. Ende Jahr wollen wir bis zu 200 Tonnen Tag erreichen. Nun geht es also nur noch vereinfacht über Bauanzeigen weiter und wir können gleich Schritt um Schritt bauen. Verfolgen Sie die News auf unserer Homepage. Wir haben spezifisch einen News-Beitrag eingerichtet. So können Sie miterleben, wie wir Schritt um Schritt wachsen. Bald gibt es ein Hoyerswerda 2. Lassen Sie sich überraschen. Dort gibt es in Kürze weitere große Schritte zu verkünden. Unser Anlagenbau in Aalen. Die erste Anlage für GOA wird im zweiten Quartal fertiggestellt. Der Bau von weiteren 4 Anlagen läuft auf vollen Touren. Wir bauen parallel eine Auslagerung für Ersatzteile, um Platz zu schaffen. Sehen Sie sich den Bericht des Laboraufbaus auf unserer Webseite an. Es freut mich hier unglaublich, dass wir Dr. Albert Barbara für uns begeistern konnten. Eine tolle Ergänzung zu unserem Team. Ein exzellenter Wissenschaftler, der unseren Laborbetrieb meilenweit vorantreiben wird. Wir sind dadurch selbstständiger, schneller, flexibler, denn wir können sofort reagieren, wenn wir Tests brauchen. Zudem können wir die Zusatzdienstleistungen verkaufen. Hierzu brauchen wir jedoch eine Zertifizierung und eine Akkreditierung. Hier sind wir mittendrin in der Vorbereitung. Übrigens, wir bereiten alles vor, um die ISO 9000 Zertifizierung zu erreichen. Die Auditierung ist Mitte Jahr abgeschlossen. Auch hier gibt es bald wieder Neuheiten. Bleiben Sie also dran. Und nun zu unserer Neuheit. Wir dürfen CO2-Zertifikate ausstellen. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte nie gedacht, dass wir so schnell diese Erlaubnis erhalten werden. Seit dem 1. April dürfen wir diese CO2-Zertifikate ausstellen. Das ist wie ein Ritterschlag. Wir haben nun den Beweis der Behörde, dass wir 93% CO2 einsparen. Warum macht man dies? Stellen Sie sich vor, eine Werft mit den riesigen, großen Schiffen. Die müssen über viele, viele Jahre amortisiert werden.
Weil die nun in dieser Zeit noch mit Schweröl fahren müssen, müssen sie einen Obolus, eine kleine Strafe zahlen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie die Abgaswerte einhalten, dies natürlich mit einer neuen Investition. Er muss quasi diese Zertifikate kaufen, um weiter für eine Übergangszeit verschmutzen zu dürfen. Diese Zertifikate werden an einer Zertifikatbörse gehandelt. Für uns eine interessante Einnahmequelle, für den Schiffseigner, für die Werft, die Möglichkeit weiterhin konkurrenzfähig zu sein und die nötige Investition langfristig zu planen. Wirklich eine Win-Win-Situation für alle, auch für uns und unsere Erde. Unsere Finanzierung. Grundsätzlich sind wir sehr komfortabel finanziert. Nutzen Sie jedoch die Chance und sichern Sie sich eine Tranche. Wir haben zwei neue Obligationen, 6% Jahreszins in 4 Jahren Laufzeit, 6,8% Jahreszins für 6 Jahre Laufzeit. On top, ganz neu, bezahlen wir halbjährlich die Zinszahlungen. Übrigens, etwas können wir Ihnen garantieren. Bis heute haben wir die Zinsen immer pünktlich bezahlt. Unsere Aktie hat sich seit Mai 2020 von 12 Franken auf 27 Franken entwickelt. Der Preis orientiert sich jeweils am Erfolg und am Fortschritt des Gesamtprojektes. Auf den 1. Mai werden wir eine weitere Erhöhung realisieren um 1 Franken auf 28 Franken. Sichern Sie sich also Ihr Mitwirken, Ihren Anteil, Ihren Teil an der Nespa. Seien Sie dabei, wenn wir einen Traum Wirklichkeit werden lassen, wenn wir aus Abfall Rohstoff machen. Wollen Sie einen Teil unserer Mannschaft sein? In einem First Mover, in einem dynamischen Unternehmen mit super kurzen Entscheidungswegen, wo der Geist des Aufbruchs gelebt wird. Wir suchen laufend neue Mitarbeitende. Aktuell in Deutschland, Aalen oder Hamburg. Anlagenbediener, Automatisierungstechniker im Anlagenbau, Elektroplaner im Anlagenbau, Genehmigungsingenieur im Betriebnehmer für verfahrenstechnische Anlagen, Projektingenieur im Anlagenbau, Projektleiter Anlagenbau. Haben Sie Lust, zusammen mit uns zu kämpfen? Alle Stellen sind auf unserer Homepage unter dem Titel Offene Stellen. Melden Sie sich unter info@enespa.eu. Wir freuen uns auf Ihr Motivationsschreiben und Ihren Lebenslauf. Wir hatten am 27. April zu einem unserer Investoren-Events geladen. Vorweg, es war ein super Erfolg. Vielen Dank an alle, die da waren. Es freut uns immer wieder, dass wir den Saal voll haben und die Einladung auf großes Interesse stößt. Ja, einverstanden. Es wird immer einfacher, denn jedes Mal können wir Neuheiten und neue Erfolge melden. Apropos Neuheit. Wir haben eine neue Broschüre. Alles intern mit vereinten Kräften erschaffen. Ein neues Design, viele Fakten. Ein Image formt sich. Sie finden den Link unten in der Beschreibung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Hat es Ihnen gefallen? Erzählen Sie es weiter. Empfehlen Sie uns an Freunde und Bekannte. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. So verpassen Sie keine News. Ich freue mich bereits heute auf das nächste Update. Bleiben Sie also dran. Seien Sie dabei, wenn wir aus Abfall Rohstoff herstellen. Bis bald und alles Gute.